Hi. Ja, Leute, jetzt gibt's ein bisschen Syndicate Games. Habe ich auf dem einen Kanal schon zwei Folgen gebracht. Fangen wir das Ganze einfach nur noch von vorne an. Langsam, was hier ganz ruhig hier. Ding ist, es ist wie Survival Games, nur in 1v1. Und es gibt ein neues Feature, und zwar kann man einmal die ohne Equip machen. Die kennen wir ja schon, die haben wir auch davor mal gespielt. Und jetzt gibt's mittlerweile auch welche mit Equip. Ja, also die gleichen Maps. Und dann kannst du hier sozusagen immer von diesen Items hier mal eins aussuchen und sozusagen dein Equip dann so zu machen. Ja, dann kannst du hier zum Beispiel Speed 1 und dann anstelle von Speed 1 Enderpearls, das wäre zum Beispiel besser. Power 1. Boah, Power 1, Sharpness 1. Ah, das wäre schon schwieriger. Knockbacker natürlich auch nicht. Also. Denn die Dinger bringen dann auch nichts. Und Bogen, Äpfel. Ja, so wäre eigentlich am besten, würde ich sagen. Ja, das können wir auch auf jeden Fall mal spielen. Derweil habe ich auch ein bisschen auf Sets gespielt hier. Die Tode sind ein bisschen lächerlich, aber ja, da fehlen mir noch ein paar Punkte, bis ich da hinkomme. Aber meine Map, die ich halt am liebsten spiele, ist die Kayvan Map. Und weil bei der kann man einfach rushen. Ja. Also wir haben jetzt hier den Flitzer vom Georg. Haben wir hier am Start. Und ich finde irgendwie, mit Equip ist halt eine gute Idee, aber ich finde irgendwie, der Sinn des Spiels geht natürlich total verloren, oder? Also, ich weiß nicht, aber. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man rusht einfach. Der Typ, der spawnt mich dann auch da drüben und dann geht er auch als erstes da hinten rein. Ja, leckt es. Ja. Ja, was ist das denn jetzt gewesen? Also, komisch. Aber so sollte man eigentlich rushen, eigentlich von da bis da hinten so. Dann ist man genau vorm Haus und fängt ihn hier ab. Wir können es ja gleich nochmal versuchen. Ich weiß nicht, warum es ging, aber komisch. Naja, bis gleich. Ich weiß, der krasseste Übergang. Jetzt habe ich schon hier einen Spieler am Start, der schon so auf einer 2er-KD rumgammelt. Ein bisschen komisch, dass es gerade eben nicht so geklappt hatte wie das Spiel jetzt, ne? Weil hier hast du ja immer Enderpearls drin. So, jetzt zeige ich es euch. So ungefähr. Ja, er hat jetzt auch ein Schwert schon gehabt, aber. Ja, ne? Wir werden jetzt noch ein paar andere Maps ausprobieren. Ich werde euch jetzt nicht nur Kayvan zeigen, weil, ich weiß nicht, ist auch ein bisschen trocken, aber die spiele ich halt am liebsten, weil das mit dem Rushen da am besten funktioniert. Was gibt's denn noch? Desertone, ja, Winter kennt ihr ja bestimmt auch. Es gibt auch neue, die habe ich noch gar nicht gespielt. Die können wir einfach mal live spielen. Ist ja vielleicht auch nicht so uninteressant. Ja, okay, jetzt habe ich euch gerade in der Wartezeit mit dabei. Egal. Und Equipped. Ja, ich finde Equipped, ich weiß gar nicht, ob man dann auch noch Kisten finden kann oder nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt noch nicht so lange, also ich habe es jetzt voll lange nicht mehr gespielt. Von daher ist das jetzt ein bisschen schwieriger. Lol. Für mich einzuschätzen. Okay, Schwert am Start. Ein paar Proteine, ne, was für Proteine, Vitamin A. Gehen wir jetzt noch ins Häuschen rein. Und da hinten ist, Enchanted Häuschen. Hier war erstmal das Häuschen. Ich muss euch mal was gestehen, ich habe ja, ihr habt das schon gesehen, ich habe ja über 200 Spiele oder so. Ich habe noch nie ein Steinschwert gefunden. Noch nie. Deswegen, ich bezweifle deren Existenz ein bisschen. Aber ich habe vorhin Leute, ne, ich habe vorhin, wer FIFA spielt, ich habe vorhin Ronaldo gezogen, ich schwöre. Aber WM-Modus. War mega krass, hat mich schon ein bisschen gefreut. Jawoll, Rückstoß. Gut auf jeden Fall. So, wo ist der Pischer? War der hier schon? Weil. Hier war er noch nicht mal. Weil die Map kenne ich auch noch ein bisschen. Mit der meisten, den Kayvan. Aber
ist ein bisschen spannend. Okay, hier war er. Ach, Matze. Toll. Hoffentlich hat er jetzt nicht so krass für Rüstung. Ich bin nur meine scheiß Drecks-Pampers. Nicht, dass er dann einen auf... Ja, gut, 7 Pfeile, damit kann ich schon ein bisschen was anfangen. Ja, Syndicate Games auf jeden Fall richtig wichtig, mit Doppel 5 zu arbeiten. Aber jetzt langsam wird's kriminell. Ja, also. Okay, gerade jetzt 7 Pfeile und dann noch mein Dings. Mein Bow mit Stärke. Das war auch meine Starterkiste. Da muss ich gar nicht erst reingucken. Mann, wo ist denn der? Keinen Bock auf so einen mega spannenden Fight. Da muss ich wieder so viel Musik raussuchen, weil ich will ja mal Musik hier hinterknallen. Das ist ja so zum Einschlafen. Aber wo ist denn der? By the way, immer noch Fishy Pack, kennt ihr ja mittlerweile. Auf dem Dunklen hat ihn trotzdem getroffen. Und dann rennt er. Ja. Ja gut, Leute, dann gleich mal eine neue Map. Bis gleich. So, jetzt sind wir auf der neuen Map. Die heißt Kratos. Ich kenne mich jetzt hier nicht so aus, ne? Aber wir werden ja... Ja, ne, dieser Spruch, ne, immer dieses, wir werden ja sehen. Ja, nee, wir werden alle die Augen zumachen, was sie. Was ist das denn? Okay. Enchanter. Shit, da ist der schon. Ja, okay. Nice, auf jeden Fall GG. Ne, warte mal. Hat gelieft jetzt nochmal mit die Tortuga. Wenn ich die mal sehen, dann spielen wir die beiden mal einfach ein bisschen durch. Oh, nicht so einer. Nee, kacke. Ja, toll. Der kennt die locker auswendig. Aber scheiß mal drauf. Innerpelz haben wir schon mal. Da können wir wenigstens ein bisschen abhauen. Aber ah, ich hasse das nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Nice. Wert auf jeden Fall. Gehen wir einfach nochmal danach ganz nach oben. Mit dem Schwert ist auf jeden Fall schon mal besser als ohne, logischerweise. Und bis der erstmal hier oben ist, dauert es auch viel. Ja, man erkennt dann einfach schon an den Stats. Was? Wenn ich da normal hinlaufen kann, dann ist er nicht escapen. Nehme ich mir einfach noch, auch nochmal mit, dass er das nicht kriegen kann. Die Map scheint ein bisschen größer zu sein. Nicht, dass er dann versucht, ewig lang sich zu verstecken. Ey, sogar 2 Suppen haben wir. Ein Dia. Oh, wie krass das wäre. Ich habe mir einmal geschafft, ein Eisenschwert zu craften. Aber... Ja, okay. Ja gut, dann bis gleich. Oder soll ich... Warte, ich muss Geräusch machen, ne? So... Jetzt sind wir wieder auf dieser Kratos-Map, die ich auch noch halt nicht kenne. Ich habe da nur die eine Runde auch gesehen selber. Ja, der Typ scheint ein bisschen fresh zu sein, aber trotzdem die ein oder andere Runde schon gespielt zu haben. Der ist schon mit seinem Schwert da vor meiner Fresse, ne?
jeder Ware jetzt auch. So, das ist jetzt mega schwierig. Ich muss halt instant. Oh Mann, das war jetzt ein bisschen sehr knapp, aber ging auf jeden Fall klar. Ah, wie schnell der bei mir war, ne? Das ist ja krass. Naja. Nein, ich habe jetzt die Map. Ich habe gedacht, vom Namen her kannte ich die nicht mehr, weil die wurde umbenannt, glaube ich, oder? Aber ich hasse die. So abgrundtief, diese Map, ne? Weil die einfach so winzig ist, dass jeder. Mann, dann ist da immer nur so eine Gülle drin. Wenn du einfach hier kein Schwert kriegst, früh, dann. Das ist finito, Bandito. Und. Ja, nice. So. Wo ist er? Wo bist du? Stelle ich an Arrows. Yo, Pharaoh. Ich kann auch gar keinen Namen sehen. Ich dachte, die ist. Ja, okay. Mega Fight. Naja. Auf jeden Fall, die Map nehme ich nicht nochmal. Weil. Ah, ich weiß nicht. Komm, ich gehe hier so richtig ab, als wenn ich keine Ahnung, kein Leben habe. Komm, ich spiele einfach mal Kaven. Komm, ich spiele mal einfach mit Equipped. Ist eklig, kann man aber trotzdem halt rushen. Ja, rushen ist jetzt nicht mehr so schlau, würde ich mal sagen. Aber wir können ihn ja trotzdem überraschen. Überraschen. Das passiert echt ein. Nee, das ist jetzt kein Spaß, das hört sich jetzt echt komisch an, aber die liefen echt manchmal instant, wenn die deine. Okay, das hört sich echt dumm, komisch an, aber. Wenn die Stats so sehen, dann. Ah, nein. Weil ich ja so ein krasser Typ. Mein Spaß. Mann, Leute, das hat Spaß, ne? Nicht ernst nehmen oder so. Das wisst ihr doch, ich keine Ahnung, als mir. Was jetzt ernst meint, ne? Instant. Okay, Brownie haben wir da. Wir haben jetzt gleich hier unser Schwert, alles drauf. Zack, ich gehe gleich instant drüber. Gibt's hier Kisten? Ja, hier gibt's Kisten. Aber was bringt mir das? Was kann ich denn besseres finden, außer jetzt irgendwie die Eierschwerter? Ist auch schon zum Ei. So, jetzt gleich rüber. Ja, okay, funktioniert auch. Es sind sogar die gleichen Sachen drin, ne? Ist echt billig. No GG. Ist ein bisschen traurig, aber macht dir nichts aus. Ja, komm. Nur zum Abschluss, das ist jetzt die letzte. Ich habe schon gesehen, wir haben jetzt schon fast wieder 13, 12 Minuten so ungefähr. Machen wir noch einmal Kaven. Unbuffed, unequipped. Und dann ist auch erstmal finito bandito mit der ersten Runde. Können da mehrere kommen, ist auf jeden Fall mehr Möglichkeiten dadurch geschaffen, dass jetzt auch sozusagen Equip-Dinger kommen. Aber da ist der Sinn der Kisten dann sozusagen meiner Meinung nach eigentlich verloren gegangen, weil du machst das ja eigentlich, um dein Equip zu kriegen. Ist ja auch eine reine Glückssache. Was du da kriegst und dann halt vorher bestimmen kannst, der Enderpearls instant haben kannst und dann auch Rüstung. Und dann, ist doch. Bin ich Bäcker oder bin ich ein Bäcker oder ein Kämpfer, der. Der dann ist für mich eigentlich, ja. Verstehe ich nicht so ganz. So, jetzt kann ich schon fast ein Apfelbrot machen. Ich mache Apfelbrot eigentlich nur mit Schweinefleisch, nicht mit Zombiefleisch. Oh, ich mich verfallen, aber jetzt ist er in der Falle. Wow. Okay, das war jetzt ein bisschen zu heikel.
Naja, egal. Ich würde dann hier den Part beenden. Freue mich über eine positive Bewertung von euch. Ne? Das, ja. Ich finde dieses Projekt immer noch neben HG auch interessant. Weil man auch, es gibt wirklich auch schwierige Gegner mit guten Stats und so weiter. Da sind die Kämpfe auf jeden Fall richtig krass manchmal. Auch taktisch und so weiter. Und ihr könnt ja gerne hier auch spielen. Ich spiele auch gerne gegen euch. Hier kann man auch Friends requesten, aber ich gucke da nicht so oft nach. Ich meine, vielleicht trifft man sich ja random mal. Und ich bin dann auch nicht so abgeneigt, dann, wenn es ein guter Kampf ist, dass dann rausschneiden. Wenn ich dann verliere, so, ihr versteht, was ich meine. Dann ist mir dann auch, sowas ist mir scheißegal, aber. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Server, hier steht da oben, Multicube. Multicube und hier kann man auch noch andere Sachen losspielen. Was gibt's denn hier noch? Ja, Konigua. Okay, ein bisschen Standard, ne? Aber es gibt ja auch Spleef und Jump. Das ist zum Beispiel ganz geil, manchmal ab und zu. Auf jeden Fall, was labe ich eigentlich, ne? Egal. Fresh Detective Pack, Multicube, Wassiger G, Kompetenz, stehen an erster Stelle. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.